Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Atlas auf unserem schönen neuen Schiff. Mit Smitty. Hallo. Der darf noch nicht drauf. Hab noch keine Erlaubnis bekommen. Und Weide. Oh. Ist schon drauf, ne? Will sich mal den Release unseres Schiffs anschauen. Mal richtig anschauen. Das letzte Mal habe ich da weggeguckt. Ja. Davor war ich auf dem Schiff. Und er hat sich auch schon einen richtig guten Namen einfallen lassen. Hat er nicht, ne? Soll ich? Ja, bitte. Gerne. Ich guck zu. Ich guck auch nicht weg. Ey, Applaus. So, Sekt haben wir jetzt nicht, um es zu Nein, tauschen, nee. aber. Ich glaube, du hast immer. So. MS Britannia, sehr gut. Genau, die gute Britannia ist Ja, das. genau. Ah. So, wir So. schwimmen. Soll ich mal gucken, ob wir die Leiter nutzen können? Kannst du mal unter Schiff gucken, ob wir schon aufgesetzt haben? Ja, haben wir. Wie ehrlich? Das war's, wir müssen es abreißen. Nein. Also schwimmt. Ja, schwimmt. Stimmt, ja. Okay. Aus irgendwelchen Gründen gehen die Leiter nicht. Ich komme nicht an Bord. Echt? So schlecht gesetzt. Ich meine, wer hat denn die so schlecht gesetzt? Ja. Entschuldigung. Nee, die müsste wohl nochmal eine vier neue bauen. So climb down kann ich machen. Komm aber nicht wieder, du kommst aber nicht wieder hoch. Also zu kurz einfach, oder was? Nee, ich habe jetzt zwei, aber irgendwie keine Ich komme Ahnung hier auch nicht warum. runter. Ja, irgendwie sind Hier die ist Endstation. Beine irgendwie nicht komisch miteinander verbunden. Keine Ahnung, was da los ist. Jump kann ich höchstens machen. Ah ne, hier ist ja auch so ein Brett da zwischen. Ja, ich weiß gar nicht warum. Kannst du nicht eine abreißen? Die untere? Vielleicht geht das? Na, das bringt aber auch nichts, ne? Wie sind die anders? Keine Ahnung, aber es sind die typischen, die wir haben eigentlich. Müsste eigentlich, ja, oder ja, aber einfach hier nehmen, vielleicht. Hast du direkt vor den Gunport gesetzt, oder was? Nein, eigentlich neben den Gunport. Ach Keine so. Ahnung. Müssen wir nochmal korrigieren. Das ist nur die Frage, wie ich jetzt aufs Schiff komme. Das Ja. ist ja ein bisschen größer. Da kannst du nicht mehr so einfach drauf springen. Dann muss ich jetzt nochmal Oh, Leitern bauen, cool. ne? Wow. Wow. Black. Ich war doch gerade unten. Ich war wieder unten. Bin gerade ins Wasser. Ey, schau mal. Und wieder. Spring gerade mehrfach ins Wasser. Ich auch. Würde Wow. gerne auch mal rauskommen aus dem Wasser. Jetzt. Ja, dann bauen wir mal zwei neue Leitern. Ja, mindestens. Vier, ja, für jede Ja. Seite. Gucken, ob ich es schaffe, mit Anlauf rüber zu springen. Ist gar nicht so einfach. Ich wollte hier mit euch in den Sonnenuntergang segeln, das würde jetzt ja wieder nichts. Nein, aber ich bin auf dem Deck. Ich hab's geschafft. Eigentlich kannst du zurückkommen. Nee. Kann ich denn bauen? Ah, sehr gut. Ah, da wurde ich doch mal wieder ein paar Meter zurückgesetzt. Jetzt kann ich nach unten klettern. Hier machen wir auf unserem neuen Ausguck hier drauf. Oh, riecht dir nix. Ah ja, ne, ist genau zwischen den Gunports. Riecht dir nix. Hier hat man schon eine gute Aussicht, aber das war noch nicht alles. Wir setzen da noch einen drauf. So, hier sind wir jetzt schon höher als auf der mittleren Möhre. Aber das war noch nicht alles. Wir setzen noch einen drauf. Oder auch nicht. Ich hab's gerade beim Bauen gemerkt, ey, schon wieder leck. Beim Rumklettern da auf den Masten ist das wirklich sehr angenehm, wenn es da leckt. Das stimmt wohl. Ja, hier haben ein paar Bojen noch hier draußen hingesetzt, wie man sieht. Ach, die hatten wir ja auch schon. Ne, die anderen sind ja noch neu, die anderen beiden. Und es leckt auch schon ganz so ein bisschen. Ja. Kommen jetzt auch nicht mehr runter. Aber ich hab, wenn du mal aus der Hütte kommst. Und du bist ja da, bleib mal stehen. So, Feuer des Tages. Habe ich ja was. Was hast du denn? Alter! Die ganze Welt ist rot! Nice! Alter, macht das ein Licht? Das ist doch nicht deren Ernst! Ah, jetzt. Flaggern. Oh, sehr schön! Sieht doch richtig gut aus! Ja, Silvester feiern! Ich würde Und wie sagen, bist du die Leiter dann jetzt hochgekommen hier? Gar nicht, ich bin gesprungen mit Anlauf.
Boah, das ist ja der Hammer, die Flägern. Ich würde sagen, wenn wir die Galeone fertig haben, gibt es von jedem einen Schuss, weil wir drei in der Luft haben. Ja, das stimmt. Wir wollen, sobald die Bretagne das Feld geräumt hat, unser Steg brennt. Also, was ist denn das hier wieder? Da geht's nicht weiter, ne? Ah, okay. Warum auch ever. Ich habe aber noch ein paar Leute an mit. Mal gucken. Na, hier ist so ein Querbalken dann. Ja, da muss das mit dir natürlich auch wieder drüber bauen. Ja, das ist schon. Wenn es da blau ist, dann baue ich da. Geht ja nicht anders, ja. Ja, das ist ja dämlich. Jetzt runterzukommen, ist gar nicht so einfach. Oh. Stimmt. Ich fuck dich nur ganz vorne dran. Oder wir machen ganz hinten dran. Oder ganz vorne und ganz hinten vielleicht. Da wir was haben. So, probier mal hier rechts. Oder? Wo denn? Hier direkt vor mir. Noch mal mein Lämpchen anmachen. Dann machen wir hier Lämpchen anmachen. Ja. Okay. Das geht. Aber ich guck noch mal, warte mal, kann sein, dass man da vielleicht noch mal eine unten dran basteln müsste. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Wellengang aussieht. Ja, wenn die bisschen, wir haben ja zu gehen. Kolonne direkt vor der Haustür. Ja. Hat noch einer dran gemacht. Nö, hier geht's. Nö, ja, zu spät. Oh, scheiße, bin ich nicht gesprungen. Verdammt. Muss die Leiter auch mal ausprobieren. Oh ja, das sieht ja heiß aus. Alter, ist das hier im Wellengang? Ja. Sehr angenehm. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal drei dran hier. Drei gleich. Ja, es nützt ja nichts. Er kommt doch hier sonst wieder nicht rauf und nicht runter. Ja, runter kommen wir alle. Würde ich gern schubsen, aber das kann ich nicht. Spitzhacke. Das stimmt, aber er springt freiwillig. Ich konnte die da nicht dran snappen. Wirbelstürme oder was? Ja, ganz kleiner, direkt vor dem Schiff. Aber ansonsten. Hilfe, ich bin hier im Wasser. Hilfe. Dann reiße ich die andere mal ab, ja. Reiß die andere mal ab? Warum? Ja, ich reiß dann die auch mal ab. Müssen wir ankern oder? Wie ist hier der Stand der Dinge? Nö, eigentlich nicht. Warum? Weil das Schiff, wir schaukeln ein bisschen, ja. Aber hier passiert doch nichts. Versenkt das Schiff bitte nicht beim Angeln abreißen. Wollen wir mal das Schiff zeigen? Wie? Macht man einen Rundgang. Naja, ach so, ja, na, das Deck natürlich. Also erstmal haben wir hier oben, ne? Ja. Feuerrad, Schränke, zwei Kanonen für die Heckverteidigung und eine Grape Shot. Hier mit dem schönen Suchscheinwerfer. Ja, ich habe sie mal geladen jetzt gerade. Okay. Mann, noch nicht. Kanonen auch schon? Ja. Aber unten nicht, aber oben. Ah, oh, okay. Dann geht's hier rein. Da noch ein Schrank. So. Ganz Schränk hin, dass wir ein bisschen was lagern können. So. Bleib runter. Betten, Preserving Bags. Ist Missy. Tenerie steht oben an Deck, die passt leider nicht hier drunter. Nee, was zum Kochen, was man so gebrauchen kann. Ein paar Kanönchen auf beiden Seiten. Was hast du denn hier Schönes? Das ist ja diese Ressourcebox, ne, fürs Schiff. Dass die, unser fleißiger Sklave, den wir jetzt noch nicht haben. Ist ja unser neuer Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter meine ich, genau. Kriegt trotzdem die Peitsche, wenn er nicht tut, was wir sagen. Kann damit das Schiff reparieren, wenn da Materialien drin liegen. Und noch ein Deck. Richtig, der Messtable ist wahrscheinlich dann fürs Essen für die guten, ja, Jungs. Genau. Die Angestellten. Und hier ist halt nur noch der Ammo-Container zum Nachladen für die Kanonen. Richtig, sonst ist hier unten nicht viel. Müssen wir noch zusehen, dass wir irgendwie die Kanonen auch bemannt kriegen. Brauchst du erstmal 12 Mann. Und rausfinden vor allem, wie die dann auch mal selbstständig schießen.
Und wenn die Gunports, ne? Jetzt der Regen mal aufhören würde, könnten wir mal ein paar Meter machen. Hm? Ich drehe mich im Kreis. Könnt ihr mal ganz runterkommen und mal gucken? Du stehst hier ganz still und starr. Ja, ich drehe mich hier im Kreis. Wo bist du denn? Unter Deck. Hat's geholfen? Ja. Ganz unten? Ganz unten. Ich hab schon mal an der Spitzhacke verpult, aber. Naja, ich komme auch nicht ins Menü. Ich muss mich mal. Oh, ich kann mich auch nicht auslocken. Steht hier ganz normal, ne? Wie immer. Steht da dumm in der Gegend rum. Alles beim Alten hier. Ja, ist klar. Die Batterien von meinem Controller sind an. Okay. Das könnte es erklären. Einiges. Genau, hier haben wir das schöne besagte Toilettenhäuschen. Was ein bisschen aussieht wie ein Toilettenhäuschen. Ich wollte es nicht größer bauen. Ich wollte halt so wenig Ressourcen wie möglich hier draufstellen. Das war. Ne? Wir haben schon 5.558 Gewicht. Ja, von 15.000, da können wir noch. Müssen ja auch noch die ganzen Angestellten hier drauf. Und die ganzen Ressourcen, die wir dann auf hoher Fahrt mitnehmen. Ja. Wollen wir mal so einen Kanonenkugel abschießen? Vielleicht nicht auf unser Haus, aber. Du kannst aber links und rechts steuern, ne? Nee, gesagt, bei denen geht das nicht. Die kannst du nur hoch und runter bedienen. Wird's vielleicht schwierig. Könnte mal das Gunport zerstören, aber das brauchen wir ja leider noch. Einfach so auf die Insel mal, oder? Ja, wenn du kannst, ohne dabei was zu treffen von uns. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mir hier zu... Riskant? Ja, ich muss ja jetzt nicht unbedingt auf unser Haus schießen. Obwohl, du kannst ja... Oh, nein, du kannst ja... grün habe ich jetzt. Bei unserem Haus wird das Strahl grün. Ja. Ne? Ungerne. Bitte. Ich möchte doch davon abraten. Wir fahren gleich nochmal ein Stück. Und vielleicht warten wir auch kurz, bis Tag wird. Oder? Jetzt, ja, naja, 4 Stunden dauert es noch. Ja. Müssen wir nur noch auf weiter warten, dass wir zumindest schon mal hier aus dem Shipyard rauskommen. Ich kann die Segel aber auch von hier unten bedienen. Ja, ja. Ja, ich gebe mal 10%. Bist du bereit? Nee, aber mach mal. Gut, habe ich. Wir fahren. Es hat aufgehört zu regnen. Passt ja. Aber der Wind dreht gerade noch. Ja, 10% habe ich hier gegeben, dass wir ja leicht rausschippern. Ja, ganz gemächlich hier vom Stapel lassen, bitte. Wir nichts kaputt fahren. Ärgerlich. Auf den ersten 10 Metern vor allem nicht. Ich würde schon gerne mal kurz auf Fullspeed gehen, dann. Ja. Mal gucken, was das Ding so leistet. Erstmal warten, bis der Wind soweit ist. Ja. Wenn der Wind sich entschieden hat, wie er stehen möchte. Und natürlich jetzt auch 3 Segel besetzen, ne? Ja, laufen wir mit und her, geht ja. Vielleicht können wir, glaube ich, mal einen Angestellten vielleicht auch mal ein Segel stellen. Ja, würde ich machen, weil ich bin ja meistens oben, da wird schwierig mit hin und her laufen. Ja, raus aus dem... Nee, wir fahren halt gerade komplett gegen den Wind. Wie immer, gut. Aber jetzt geht's weiter, wie ich sehe. Oder reicht's noch nicht? Muss ich mal jetzt auch nochmal drehen. Nee, das passt schon. Kampfmusik? Nee. Ja, nicht. Ich hab nur die schöne Musik. So, ich dreh mal ein bisschen im Wind und dann... Jetzt dreht der Wind auch nochmal, kann das sein? Nee, das geht das so. Achso, nee, das wäre jetzt. Ja. So. Dann mal wieder Vollgas. Ja, wir sind dabei. Es sind 70%. Die brauchen ein paar Meter, bis sie auf Vollgas gehen. Alter. Ja, finde ich ganz gut. Alter. Wow. Weg sind wir. Das ist wirklich mal fix. Das ist so schon mal ganz ordentlich, oder?
Da lohnen sich die zwei Speed-Segel. Hätten wir vielleicht noch ein drittes. Aber ein drittes wollten wir nicht noch. Naja, aber der Galeone machen wir ein drittes. Ja, da kriegst du eh 6 drauf, ne? 15 Minuten. Dann mal hau in die Tasten. Naja. 15 Minuten, alles gut. Ja, das ist schön schnell, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir auch. Auch nicht unbedingt unmobiler das Ganze. Wir sind ja schon an der anderen Insel zum Teufel. Ah ne, wir haben gedreht. Nee, ne? Ja, wir haben gedreht. Ich muss sagen, Alter. Jetzt übertreiben wir es, aber nee, alles gut. Ja, kann ich aber mit leben. Ja. Vorsicht, da fahren wir an dem Schiff ziemlich nah vorbei, aber du hast ja alles im Griff, wie ich sehe. Selbstverständlich. Die SS New York. Naja, ist ja natürlich ne? Ein schöner Kahn im Vergleich zu unserer hübschen. Glaube ich dieselbe Größe. MS so, Bretagne. Deine Einparkkünste sind gefragt. Ach nee. Parke jetzt einfach hinter dem großen, oder? Shipyard? Wenn du da reinkommst, da habe ich eine Boje geschnellgestellt. Da kommst so. Du, glaube ich, nicht rein. Da ist auch keine Einfahrt. Habe ich drauf geschrieben. Oh, Level up. Noch 10% gebe ich hier wieder. Ja, oh, da komme ich wirklich nur schlecht zwischen, glaube ich. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr Platz zum nächsten. Achso, hier dazwischen wolltest du fahren. Nee. Da hättest du eher gerade reinfahren können, gerade eben. Neben der mittleren Möhre. Ja, nee, jetzt hinter dem großen wollte ich jetzt rechts rein, aber das geht nicht. Das wird nichts. Da muss ich leider nochmal einmal komplett jetzt drehen. Alles klar. Hat schon ein bisschen Schweiß gekostet, hier den Kahn hier zusammen zu... Was ist denn jetzt los? Da stehe ich wieder hinten. Den Kahn hier zusammen zu knüppeln. Haben wir Leck oder was? Ja. Achso, ich wundere mich, warum hier nichts passiert irgendwie. Ja, ich wundere mich auch, warum der Wind nicht besser wird, obwohl ich schon lange das Segel gedreht habe. Aber jetzt funktioniert es. Ja, fahr doch dann rechts neben die Möhre einfach. Ja, genau. Genug Abstand, dass du noch drehen kannst. Gut, wenn nicht, müssen wir den Anlegepier doch nochmal größer machen. Aber seid vorsichtig mit den Segeln jetzt. Ich habe nur 10%. Das geringste, was geht, sind 10%. Das in der Mitte ist ganz aus. Also wir haben beide nur 10%. Gut, weil wenn wir jetzt mit auf einmal hier mit dem Wind Full Speed auf die Insel segeln. Das ist ja, dann fahren wir einmal über die Insel rüber wahrscheinlich. Aber jetzt ein bisschen bewegen müssten wir uns. Ja, wir lecken glaube ich gerade ein bisschen. Das ist das Grundproblem. Ah, okay. Oder Sonnenaufgang sieht aber auch wieder hervorragend aus. Das stimmt wohl. Ah, jetzt. Langsam, aber sicher schippern wir rein. Das war wirklich sehr behandelt, das Schiff ja wie ein rohes Ei. Ja, 20%. Jo. Ist gut. Wenn wir jetzt natürlich noch nicht ankern, ne? Jetzt, Anker. Sehr gut. Ja, mal gucken, wo du die Galeone parkst. Da brauchen wir glatt noch ein Stück Strandabschnitt mehr. Müssen wir mal wieder irgendwas abreißen von den gutsten Nachbarn. Ja, das war unsere kleine Jungfernfahrt mit der MS Britannia. Ja. Ja. Ich kann ja den Anlege-IP auch noch hier rausbauen. Hier hinten hin. Ja, da muss ich dir wieder 10.000 Pillars bauen, da habe ich gar keinen Bock drauf. 10.000 reichen dann nicht, glaube ich. Nee. 5 brauche ich pro alle 3. Naja,
Ja, so 100 Pillars brauche ich mindestens. Nee, dann baue ich erstmal unser Haus fertig. Und Ceilings dann bestimmt noch mal so 40 oder 50. Minimum. Mehr ist es gar nicht. Ja, jetzt lohnt sich das Gewicht auch ein bisschen mehr. Da gibt es 200 dazu. Ah, okay. Oh ja, im Wasser schwimmt mal eben eine Alpha Giant Snake rum. Oh. Level 249. Das geht ja noch. Ich auch. In unserem Pool quasi. Zwei drinne. Die eine kommt jetzt raus. 200 Schaden an unserem Tiny Ship Yard. Was, zwei Alpha? Ne, eine Alpha. Also. Müssen wir mal die Tiere holen? Dafür müssen wir mal die Tiere holen. Rein in den Stall. Schlange totbeißen. Ja, das andere ist ein Ziegel. Aufwachen, Leute. Guten Morgen heißt das. Guten Morgen. Auf die Tiere, fertig, los. Würde die beiden reichen. Wenn nicht, brauchen wir gleich nochmal Nachschub mit dem Elefanten. Ja. Also ein Alpha-Siegel. Nee, das ist die Alpha-Schlange. Oder holst du noch Benny oder? Und lass kurz warten, bis Benny noch da ist. Dann mischen wir die Schlange mal auf hier. Mit sämtlichen Tierarten, die wir hier zu bieten haben. Moment, futtert sie noch ein Papagei rum. Am Das Balkon gibt es auch schon am Häuschen. Kleinbalkon gibt schon, der Rest und Wird in gleich. Kürze. Ah, da kommt Benny, jetzt ist die Schlange gegessen. Noch steht es auf der Speisekarte immer. Also. Man muss aber gucken, dass du jetzt nicht unbedingt ins Wasser schubst, ne? Wo ist er denn? Ja, hinter dir. So. Oh, 107 Schaden. Bei einem Biss. Alter. So ein bisschen Attention haben. Dann würde ich sagen, macht's der Benny mal, weil der kann die wegschleudern. Erstmal kann ich jetzt gar nichts mehr mich bewegen. Na jetzt. Passt auf die Gesundheit auch von euch. Schleudere ich sie denn nicht mehr weg? Oh. Pass auf, ne? Toll. Alpha-Papagei ist hier. Auch noch. Oh ja. Die beiden haben gerade schön miteinander gekämpft, ne? Ich glaube, die kriegen wir nicht weg, die scheiß Snake. Ich bring die mal weg. Dann bringen sie mal weg. Die ist aber am Elefanten dran. Ja, ich. Und der läuft. Natürlich den Papageien hinterher. Ich bin gleich betäubt, scheiße. Auf, ich kann so. Ist er noch an mir dran, ne? Ja. Bring ihn mal hier zum Nachbarn. Alter, ist das ein Drecksvieh? Oh, ich hab schon gedacht, die Schlange ist da. Ne, die hat So, abgezogen. jetzt hat's abgezogen. Wo ist denn jetzt schon wieder das blöde Vieh? Alter, ich mich. Komm, komm, mein Schlänkchen, komm her, her. Ne, jetzt will sie nicht mehr zu mir, jetzt will sie zu dir. Jo, kann ja sein. Was soll sie machen? Aber es kann nur schlecht nach hinten gucken, der Rückspiegel ist kaputt. Sehr, sie ist noch jetzt nicht mehr an dich dran. An dich, an dir. Wo ist denn der Alpha-Elefant? Ja, die könnten wir jetzt nochmal gebrauchen. Oh. Also Bertha ist nicht so begeistert von der Schlange. Die hat da echt keinen Bock drauf. Glaube ich wohl. Gucken, wo der Alpha-Elefant ist. Ja, Bertha hat schon wieder Interesse verloren hier. Da schon wieder was gefunden zum. Irgendwie sieht es fast so aus, aber ich sehe da gar nichts. Oh, oh nein. Oh, Scheiße. Aha.
Dann ist noch an dir dran. Okay. Ich gebe jetzt Späne, ne? Ich hau jetzt ab. Nicht, dass er mich nochmal beißt, dann hat sich's erledigt mit Bertha. Das ist sehr ärgerlich. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Will ich nicht riskieren. Nicht, dass er jetzt hier betäubt hier rumliegt und aufgegessen wird. Aber die ist doch mal ein bisschen heftig, die will. Die das Krokodil, was wir ahnten, war auch nicht ohne. Das macht mal eben fast auch 100 Schaden. Da ist mit 500 Leben nur 5 mal zubeißen, da ist nicht viel. Nö. Das ist schon echt knackig. Schon ein echtes Dreckstück, die Alpha-Schlange. Wieder die schöne Alpha-Schildkröte. Beißt eine Schildkröte in der Wüste rum. Die Papageien habe ich geschafft. Oh, gut. Benjamin hat ihn geschafft. Benni, was ist denn hier? Schildkröte. Ich denke, warum geht's denn hier nicht weiter? Ich hab's jetzt mal auf die andere Seite gebracht. Ah, sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, wie lange sie hier bleibt. Ja, wir werden uns nochmal das Zwirbelgarn hier irgendwo hinstellen müssen. Ja, vielleicht können wir mal so einen Turret-Turm bauen, so einen Zwirbelturm. Stellen wir schnell hier. Stellen wir die mal rein. Bertha, schnell mal hier rein. Ich sehe das mal nix. So. Guck mal rum, was hier Neues gebaut worden ist. Dann stelle ich Bertha aber mal auf passiv, ne? Ja. Ich bin da so ein blöder Papagei hier reingeflogen. Ach, unsere Nachbarn sind mal wieder da. Welche? Die von dem Mann. Ach, die Guten hier? Die. Ja, die Guten. Ich meine, ja, die Vernünftigen. Die mit dem Bier. Da ist einer da, aber das Schiff nicht. Haben es verloren, wa? Weiß es nicht. Einer ist wieder da, aber. Ach, das ist dieser blöde Alpha-Papagei, der macht aber an mir persönlich Schaden, selbst wenn ich auf dem Tier sitze. Ah, okay, ja. Oh, kurz ist ein Wolf vorgestellt. Ach ja. Mal zum Fenster reingejault. Jo. Gut, dann kann es ja losgehen. Dann gucke ich mal, was wir hier brauchen für die größere Baustelle hier nochmal. Allerdings, das Projekt ist natürlich schon ein bisschen verrückt hier, muss ich sagen. Ah, ja, was? Wird dann auch bald Zeit für ein Päuschen. Ja. Also wir brauchen 4200 Wood, 5600 Thatch, 680 Metall und 2500 Fiber. Ich glaube, es ist so gut wie alles da. Ja, Metall bestimmt. Ja. Na, doch. Doch, Metall auch. Wir haben über 1000 Metall drin liegen. Ich habe die Kanonenkugeln gebaut. Ach, Mensch, er wieder. Ich wieder. Naja, wir können ja schon mal anfangen rüber zu schleppen, dass das Gerüst dann schon mal steht. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Diese Folge machen wir erstmal Schluss. Hier die Alpha-Spinne, hätte ich bald gesagt, Schlange verprügelt hat. Brauchen wir weiter keinem erzählen. Gut, dass ich sie nicht rüber zu den Nachbarn gelockt habe. Die wären ein bisschen aufgeregt gewesen wahrscheinlich. Der ist auch nur alleine, der hätte es wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen mit der Alpha Snake. Er hätte sich unter seiner Smithy versteckt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.